Und jetzt behandeln wir die punktförmige Zugbeeinflussung, die Fahrgäste als auch Fahrpersonal vor Unfällen bewahrt. Diese Zugsicherungstechnik ist so grundlegend in ihrer Wirkweise, dass ich gleich mehrere Betriebssituationen anhand folgender Animation vorstellen möchte. Wir sehen einen schematischen Gleisplan, Signale und Gleisfreimeldeeinrichtungen, welche die Gleisabschnitte begrenzen. Zugleich sehen wir, wie die Gleisanlage mit den Beeinflussungsmagneten versehen ist. Wir sprechen von der punktförmigen Zugbeeinflussung, weil Züge damit nur an vorgesehenen Punkten auf der Strecke durch die Gleismagnete, eigentlich sind es Inoptionsspulen, Beeinflussungsinformationen erhalten. Hier sind es insgesamt 3 Punkte innerhalb des Streckenblocks. In unserem Kapitel stellen wir das sehr weit verbreitete System PZB90 vor. Was die prinzipiellen Teilfunktionen betrifft, könnte es auch auf andere punktförmige Zugsicherungssysteme oder Fahrsperrensysteme beziehen. Der erste Magnet ist ein Magnet, welcher immer am Vorsignal angebracht ist und eine Schwingfrequenz von 1000 Hz hat. Fahrzeugseitig ist zumeist in der Nähe des ersten Drehgestells ein dazugehöriges Sendegerät angebracht. Ist der fahrzeugseitige Sendemagnet in Nahdistanz zum Gleismagneten, dann wird dem Fahrzeugmagneten durch die induktive Wirkung Energie entzogen, so dass eine binäre Informationsübertragung zwischen Strecke und Fahrzeug stattfindet, und zwar in der Wirkrichtung von der Strecke auf das Fahrzeug. Das Fahrzeug erkennt also den wirksam geschalteten Gleismagneten. Dieser Magnet ist immer dann aktiv geschalten, wenn das dazugehörige Hauptsignal das Signalbild Halt oder eine Geschwindigkeitsrestriktion hat. Wir Bahntechniker sprechen auch von einer Scharfstellung des Magneten. Unscharf ist er, wenn das Signal auf Fahrt steht. In gleicher Analogie verhält es sich mit den beiden anderen hier dargestellten Magneten. Wir starten mit der Zugfahrt. Unser Beispielzug befindet sich bereits in voller Fahrt mit 120 km/h und nähert sich seinem Block. Der übernächste Block ist bereits durch einen anderen Zug belegt, hier in Rot dargestellt, so dass das Hauptsignal auf Halt steht. Das dazugehörige Vorsignal ist auf Halt erwarten und wie bereits erwähnt, die Gleismagnete sind wirksam geschalten. Mit der Überfahrt am 1000 Hz Magnet wird die Wachsamkeit des Fahrpersonals geprüft. Der Fahrer quittiert diese innerhalb von 4 Sekunden mit einer Wachsamkeitstaste am Fahrerstand. Zugleich drosselt er seine Geschwindigkeit auf die neue Zielgeschwindigkeit von 85 km/h. Man spricht auch von einer Entlassungsgeschwindigkeit. Die rot dargestellte Bremsüberwachungskurve ist hierbei die am Fahrzeug hinterlegte Bremskurve, die fahrzeugseitig durch das Passieren des scharfen Gleismagneten aktiviert wird. Ebenso aktiv bleibt die Geschwindigkeitsrestriktion bei 85 km/h und wird je nach Bauart, Distanz oder zeitabhängig fahrzeugseitig beendet. In gleicher Weise verhalten sich die technischen Vorgänge am 500 Hz Magnet, wie man hier gleich sehen kann. Auch hier passt sich das Fahrpersonal den Vorgaben an. Der 2000 Hz Magnet hingegen aktiviert fahrzeugseitig keine vorgegebene Bremsüberwachungskurve und keine Zielgeschwindigkeit, sondern er aktiviert das sofortige Einbremsen des Zuges, egal welche Anfangsgeschwindigkeit der Zug hat. Wenn unser Zug mit beispielsweise 40 km/h gegen das haltzeigende Hauptsignal fährt, käme er noch rechtzeitig innerhalb des Schutzweges bzw. Durchrutschweges zum Stehen, ohne den ungünstig stehenden Vorderzug zu gefährden. Wir sehen rückblickend auf unsere Fahrschaulinie eine gestaffelte Geschwindigkeitsabstufung zur sicheren Seite hin. Es gibt auch andere punktförmige Zugbeeinflussungssysteme, beispielsweise Fahrsperrensysteme bei Stadtbahnen. Diese beschränken sich nur auf die Funktionsprinzipien des letzten Gleismagneten. Diese Fahrsperrensysteme weisen fahrzeugseitig keine Bremskurvenüberwachung auf, geben somit nur die binäre Auftragsinformation an das Fahrzeug weiter, sich bis zum Stillstand einzubremsen.
Ich möchte noch ein paar Worte zu der Höchstgeschwindigkeit und Entlassungsgeschwindigkeit verlieren. In unserem Beispiel ist die Entlassungsgeschwindigkeit beim 1000 Hertz-Magneten auf 85 km/h angegeben, beim 500 Hertz-Magneten auf 45 km/h. Diese Geschwindigkeiten gelten nur für Züge mit guter Bremsleistung. Sie fahren in der sogenannten oberen Zugart. Es gibt auch eine mittlere Zugart für Züge mit einer mittleren Bremsleistung sowie seltene Züge mit geringer Bremsleistung, die in der unteren Zugart sich befinden. Für all diese gelten geringere Höchst- und Entlassungsgeschwindigkeiten. Nun betrachten wir den gleichen Fall, nur mit der Änderung, dass der Zug, aus welchen Gründen auch immer, nach der 1000-Hertz-Beeinflussung planmäßig oder unplanmäßig in niedrige Geschwindigkeitsbereiche kommt. In unserem Fall hält er planmäßig an diesem Haltepunkt. Das Fahrpersonal quittiert die Wachsamkeitstaste und bremst den Zug vorschriftsmäßig ab. Es verknüpft seine Einbremsung mit dem Stationshalt und zieht langsam in die Station vor. Hier sei auch erwähnt, dass entgegen der zuvor erwähnten Situation hier kein 500-Hertz-Magnet vorhanden ist, was ebenso der Realität entsprechen kann. Etliche Blöcke weisen nur den 1000-Hertz- und den 2000-Hertz-Magnet gleistechnisch auf. Der 500-Hertz-Magnet kommt vor Gefahrenstellen wie Weichen vor und kann beispielsweise Schutzstrecken oder Durchrutschwege planungstechnisch kurz halten, weil durch diesen ein Durchrutschen am Hauptsignal nur noch mit der niedrigen Geschwindigkeitseinschränkung möglich ist. Unser Zug nähert sich nun dem Stationsende und begibt sich in diese niedrigen Geschwindigkeitsbereiche. Bei älteren PZB-Bauarten war der Zug bereits von der Geschwindigkeitsüberwachung befreit, weil er diese punktuell eingehalten hat. Durch den Stationshalt oder durch andere betriebliche Situationen hat der Fahrer in seltenen Fällen nach dem Fahrgastwechsel an der Station vergessen, dass sein nächstes Signal immer noch Halt zeigend ist. Er steuert auf dieses zu, indem er auf die Maximalgeschwindigkeit beschleunigte, rutschte trotz Beeinflussung des 2000-Hertz-Magneten so über die Länge des Durchrutschweges oder des Schutzweges hinaus, dass er in Kollisionsgefahr geriet. Um genau dies zu verhindern, wurde bei der PZB 90 die restriktive Geschwindigkeit nachgerüstet. Wenn sich der Zug mehr als 15 Sekunden unter 10 km/h befindet, dann erhält er eine zusätzliche zweite Überwachung, die niedriger ist als die erste. Hier sind es 45 km/h. Die 10 km/h bezeichnet man als Umschaltgeschwindigkeit, weil damit das Programm von der ersten Geschwindigkeitsüberwachung auf die zweite umgeschalten wird. Die zweite Überwachungskurve wird restriktive Geschwindigkeitsüberwachung bezeichnet. Diese restriktive Geschwindigkeit sorgte in der Eisenbahnfachwelt für viel Diskussionsstoff. Sie brachte zwar Sicherheiten, sorgte aber auch für Streckenleistungsfähigkeitsreduzierungen, vor allem auf dichten Taktstrecken wegen langer Blockbelegungen aufgrund der restriktiven Geschwindigkeiten. Nun widmen wir uns schließlich der Situation, bei welcher der Zug zwangsgebremst wird. Der Zug ist in voller Fahrt und nähert sich dem Vorsignal mit dem Signalbild Halt erwarten. In unserem Fall hat das Fahrpersonal zwar noch die Wachsamkeitstaste bestätigt, ignoriert aber die Überwachungskurve, indem es nicht die Geschwindigkeit reduziert. Der Zug reagiert mit einer Zwangsbremsung bis zum Stillstand. Eine solche Zwangsbremsung würde auch ausgelöst werden, wenn das Fahrpersonal die Betätigung der Wachsamkeitstaste ignoriert hätte. Ein Befreien aus der Zwangsbremsung ist meist nur im Stillstand möglich. Eine Zwangsbremsung erfolgt in der Regel mit größeren Verzögerungswerten als mit einer raschen oder normalen Betriebsbremsung. Man sieht das an dieser steilen Kurve. Zum Stillstand gekommen, bestätigt das Fahrpersonal die Freitaste und befindet sich wegen der längeren Unterschreitung der Umschaltgeschwindigkeit nun in der restriktiven Geschwindigkeitsüberwachung. Der Zug kann nur bis auf 45 km/h beschleunigen. Verärgert über seinen Fahrfehler nimmt er wieder seine Fahrt auf. Dieser Fehler hat ihn ungefähr eine wertvolle Minute oder gar zwei gekostet.
Er nähert sich nun dem 500-Hertz-Magnet. Da er sich aber in der restriktiven Geschwindigkeitsüberwachung befindet und nach wie vor der 500-Hertz-Magnet aufgrund der Haltstellung am Hauptsignal aktiv ist, wird an diesem Magnet auch gleich die restriktive Geschwindigkeitsüberwachung des 500-Hertz-Magneten aktiviert. Diese ist in unserem Fall eine Bremskurvenüberwachung von 45 auf 25 km/h mit einer anschließenden Konstantfahrt, an die sich das Fahrpersonal nun halten wird. In der letzten Situation ist nicht nur unser Beispielzug bereits in Bewegung, sondern auch sein Vorderzug. Beim Passieren unseres Zuges am Vorsignal ist sein Vorderzug noch im Block, so dass alle Gleismagnete aktiv geschalten sind. Das Fahrpersonal betätigt gleich wie gewohnt die Wachsamkeitstaste und bremst auf die Entlassungsgeschwindigkeit ab. Wir beobachten nun zugleich, wie der Vorderzug soeben aus dem Bildrand verschwindet. Er wird mit seinem Zugschluss die nächste Zugschlussstelle passieren. Dabei wird dieser Block freigemeldet. Und es kann eine Fahrstraße für unseren Beispielzug gestellt werden. Nach gestellter Fahrstraße geht das Signal auf Freifahrt und die Magnete werden unwirksam. Zugleich hält sich unser Betrachtungszug unter der vorgegebenen Entlassungsgeschwindigkeit. Im Sinne der Streckenleistungsfähigkeit und der Fahrzeit kann das Fahrpersonal nach einer gewissen Strecke, hier sind es 700 Meter, mittels einer Freitaste sich aus der Geschwindigkeitsbeschränkung befreien. Der Zug kann wieder seine zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit annehmen. Das Fahrpersonal beschleunigt seinen Zug zugunsten einer hohen Leistungsfähigkeit und zugunsten seiner eigenen Fahrzeiteinhaltung und passiert dabei die bereits unwirksamen Magneten ohne Beeinflussung. Wäre die Fahrstraße statt geradeaus im Abzweig, beispielsweise mit 80 km/h Einfahrgeschwindigkeit gestellt, dann wäre im Normalfall der 1000 Hertz Magnet aktiv, während die anderen unwirksam sind. Hier kann es zu anderen Betriebssituationen durchaus andere Schaltkombinationen geben. Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Die punktförmige Zugbeeinflussung ermöglicht also Sicherheiten in Form von Zwangsbremsungen, auch wenn das Fahrpersonal nicht achtsam ist. Genau so ist es. Auch die anderen Themen der Videoserie Bahntechnik und Bahnbetrieb gehen in die fachliche Tiefe. Schaut es euch an!